Und damit ein Hallöchen zurück zu Oxygen Not Included. Das ist sehr pausiert, ne? Oder sind die alle mal tot hier? Ich bin mir gar nicht sicher. Sind die alle tot? Das würde mich ein bisschen wundern. Hallo? Dirty Hands, Creamy. Ja, das ist schön. Ah, ich hätte pausiert gehabt. Alles klar. Sonst wären die alle sehr tot gewesen. Im Stehen. Na gut, die pennen gerade fröhlich vor sich hin. Ich mag die Animation hier. Ich finde das super. So, ich muss gerade mal nur gucken, was ich eigentlich die ganze Zeit machen möchte jetzt hier nächste Zeit. Der Alarmklopf. Der Knopf sagt noch gar nichts. It's insufficient oxygen generation. Das ist auch immer das Problem, dass wir hier noch nicht genug haben von dem Zeug. Dass es noch nicht genug generiert wird. Ich arbeite da in dem Sinne gerade mal dran, dass wir entsprechend hier verschiedene Generatoren haben. Max Gas Pressure. Aha. Warum ist das am Maximum? Warte mal, was haben wir hier? Power Grid Overlay, Temperature Overlay. Das hier ist, ich meine, im Moment haben wir ziemlich gute Luft hier, ne? Würde ich mal behaupten. Die Luft ist überall sehr in Ordnung, bis auf so ein paar Stellen, wo ich nicht genau weiß, warum die da genau unbreathable ist. Hey, unbreathable. Warum hier nichts hinkommt? Ich weiß es gerade mal nicht. Das sieht ein bisschen sehr komisch aus. Aber hier auch in dem Bereich. Irgendwie anders Luft umwälzen kann ich auch nicht, ne? Man merkt zumindest, dass an der Stelle hier viel produziert wird. Hier oben kommt nicht ganz so viel hin. Und da oben sieht es auch tendenziell sehr ungeil aus. Wobei, das scheint hier schwere Luft zu sein, dass die nach unten fällt. Oder schwerere Gase zu sein. Hier auch, ne? Das kann zum Teil geatmet werden, aber das war's dann schon. Aber vielleicht sollte man das nicht unbedingt tun. Sagen wir es mal so. Und ich weiß nicht, ob man da unten dann irgendwie durchkommt. Falls man da mal weiter wollte hier. Ich weiß es nicht. Okay. Ich habe genügend. Habe ich genügend Versorgung hier? Ernsthaft? Das ist genügend versorgt? Das würde mich tatsächlich wundern. 1400 Sekunden nur noch. Das sind. Wie viele sind das? Sehr schön, wenn das auch in Minuten angegeben werden könnte, vielleicht. Es hätte vielleicht ein bisschen was gebracht. Hätte vielleicht ein bisschen was geben können. Okay, die Frage ist halt, was mache ich jetzt eigentlich genau? Was will ich eigentlich gerade mal machen hier? Natürlich können wir forschen. Das wäre mal ganz schön hier. Forschung. Novice Research, ja. Können wir herstellen, theoretisch. Habe ich im Moment noch was von über? Achso. 26 Gas Piping. Dann hau da mal so ein paar Dinger raus von. So, da mal ein bisschen was ranbekommen hier. Dass man hier mal die, das Ganze hier ein bisschen erforscht, alles ausführlicher macht hier. Das ist jetzt zumindest meine Variante. Ansonsten ist halt auch die Frage hier, was haben wir noch nicht gemacht? Gas, Permeable, Teil, das haben wir noch nicht. Können wir auch gar nicht. Haben wir gemacht. Wunderbar. Electrical Wire. Die Sachen haben wir ja halt einigermaßen schon gemacht hier. Microbe Masher. Den habe ich da an der Stelle. Warum ist hier ein Problem? No Fabrication Cute. Achso. Ah, okay. Das ist hier das Vorteil, die ganz anders. Die Planterbox. Da habe ich jetzt eine. Da geht's da. Wie rund geht's da jetzt? Das ist mal die Frage hier. Think inside the box. Ja. An der Stelle schon. Da ist ein Pflänzchen, was dabei rauskommt, ne? Das ist schon ganz okay. Ich würde da aber gerne noch, glaube ich, eine weitere von haben. Könnte vielleicht praktisch werden. Hier geht es bestimmt auch hin. Ich hau noch mal mehr raus. Mal gucken, was passiert. Okay, Plumbing. Das muss auf jeden Fall besser werden. Weil Kompost ist zwar schön, aber es ist uncoole Luft an der Stelle. Sagen wir es mal so. Es ist nicht unbedingt so schön. Essen haben wir doch immer nicht so ewig viel, ne? Das ist einigermaßen doof. So, was haben wir hier? Mealwood, bla, Krams. Hier, blenden. Das andere, kann man das ja auch blenden hier? No seed selected. Warum kann ich das nicht hier so machen? Habe ich da nichts für? Ich glaube, ich habe da immer nichts für. Ha, gut, gut. Kompost haben wir da. Medizin. Die Liege? Ich weiß nicht, ob die mal ernsthaft benutzt wurde. Ich weiß nicht. Vielleicht solltet ihr auch nicht in dem Bereich stehen, wo die Luft stellenweise nicht wirklich atemfähig ist. Oder zu atmen ist. Vielleicht sollte man das meinen.
Und Supercomputer. Achso, wollte ich den da hingebaut haben? Nee, ich mache den mal nicht hier oben hin. Ich hau da mal einen Supercomputer hin. Mal gucken, was damit passiert, was auch nicht. Furniture ist im Moment... egal, anscheinend nicht, ne? Die Chorgeschichten hier. Ach so, warte mal. Kann ich das neben das Grünzeug packen hier? Dann bringt das sogar noch ein bisschen mehr Licht hier. Dann wächst das sogar schneller, meine ich. Das hätte was. Massage Table rapidly reduces stress for one duplicate at a time. Das wäre natürlich auch alles schön hier. Da auch nochmal Stress weg. Okay, die Lampe braucht natürlich Strom. Okay. Ich hätte es mir denken können. Alles klar. Bauer! Mal gucken, wie lange das Powerzeug, was wir da haben, überhaupt ausreichen wird. Ich weiß nicht, wie lange das wirklich halten wird. Und sollte vor allem... Wobei man das wahrscheinlich von verschiedenen Stellen aus anfüttern kann, ne? Vermute ich mal. Das würde mich wundern, wenn nicht. Kann man das herstellen können? Ich bin mir da nicht sicher. Ganz und gar nicht. Okay, dem geht's gut, ne? Ah, er sieht so entspannt aus. Das ist schon lustig. Okay. Research Search Center ist idle. Okay. Achso, warte mal. Hat das noch andere Sachen hier? Nein, ne? Das sind genau die gleichen Sachen. Das heißt, ich könnte hier jetzt sagen, ey, komm, mach mal das hier da oben. Cooking Station, das klingt erstmal gut. Gib her, kochen ist super. So. Gib her den Quatsch. Okay, hier kann ich aber nur die besseren herstellen. Bottled Water. Ja, hier, komm, hau raus den Quatsch. Was brauche ich im Moment? 0 von 10. Und die Novice-Sachen, die werden hier vorne dann hergestellt. Hoffentlich. Wie 0 von 20? Was heißt denn 0 von 20? Sind jetzt hier eingeparkt oder was? Sind die hier drinne? Irgendwo sind die Dinger hin. Irgendwo sind hier die Forschungsteile her oder hin oder nicht? Müsste doch zumindest. Sollte man meinen. Ich weiß nicht, wo die sind. Ich hätte gerne eine Statistik. Und eine Übersicht, wo das alles hin ist. Das Zeug. Ha. Huh. Achso. Bei der Box war noch nichts eingestellt, was da rein darf und was nicht. Okay. Alles klar. Bristol Briar Dig Up. Ja, das kann ruhig hier weggekloppt werden. Vermute ich mal zumindest. Oh. Ja, diese Zahl wäre tatsächlich sehr viel greifbarer, wenn die in Minuten wäre. Weil das ist... über 1000 Sekunden damit rechnen zu wollen, ist ein bisschen blöd. Das sind noch 10 Minuten, das sind fast 20 Minuten. 600 Sekunden? Ne, warte mal. Sind das noch mehr? 60 Sekunden? Ja, das sind ungefähr 20 Minuten. Wenn 60 Sekunden eine Minute sind, dann sind 600 Minuten, sind 10 Minuten. Also 600 Sekunden sind 10 Minuten. Und dann 1200 sind 20 Minuten. Eine Rechnung, die funktioniert. Und ich bin immer noch dafür, dass das wie so eine Puppe aussieht, die da sitzt in der Erde oder steht. Und das ist der Kopf da oben. Und ist es nicht die Klobrille. Wobei es halt komisch wäre, wenn man sich zum Geschäft erledigen dann auf die Puppe oben drauf setzt. Ich bin mir nicht sicher, ob das so wirklich toll ist. Okay, die brauchen Algen. Mhm. Das muss ziemlich veralgt werden hier. Da wird auch was was gebraucht. Und zwar immer noch das Zeug. Haben sie das? Nee, ne? Dann hau halt normales Zeug raus. Okay, hier fehlt auch noch was. Ich habe keine Samen dafür, das ist das Problem. Aber die Lampe, die leuchtet und leuchtet. Ist toll. Die freut sich. Okay, 23% ist das viel gewachsen hier. Aber kann man das hier nicht aufheben? Ne, die war doch eben eine Pflanze. Hätte man die nicht aufheben und da oben reinpacken können, mal so gesehen? Vielleicht hätte das ein bisschen funktioniert. Light Overlay. Da haben wir Licht auf jeden Fall. Tja. Ob die Leute dann zufriedener sind hier? Temperature. Okay. Ist ganz schön warm hier, ne? Ich weiß nicht genau, wie ich das verhindern kann. Aber ich finde es eine super Sache, dass auch sowas hier simuliert wird.
Aha. Dekor ist ja hier halt nicht wirklich viel. Priority Overlay. Das ist interessant. Mit den Prioritäten, das wird... Also es ist schön, dass man das einstellen kann. Es wird wahrscheinlich ab einem gewissen Punkt wird es einigermaßen wichtig werden, wenn halt man begrenzte Mengen an Leute hat und dann irgendwelche Engpässe irgendwo sind und dann plötzlich Stress passiert. Ich kann mir gut vorstellen, dass das irgendwann schlimm ist. Ja, wo es neue Samen hergibt, weiß ich noch nicht so ganz genau. Wahrscheinlich muss ich die irgendwo aus der Gegend reißen, ne? Vermute ich mal. Vermutlich. Ja, was heißt Dick-Up hier? Harvest, mach ich mal. Okay, die pennen jetzt alle fröhlich vor sich hin. Was könnte ich da nochmal planen hier an der Stelle? Im Moment, hier wird Zeug hergestellt, ja. 3 von 10 haben wir. Das braucht nur in Anführungsstrichen Wasser. Der braucht theoretisch auch nur Wasser. 6 von 20 sind es jetzt. Ich frage mich immer noch, wo die anderen hin sind. Die sollten eigentlich nicht einfach so weg sein. Sollte nicht. Das wäre komisch, sonst hätte man da was hergestellt und dann ist es plötzlich weg. Das wäre seltsam. Da wäre ich zumindest nicht dafür. Und hier sind sie halt auch nicht. Ich weiß nicht, ob die... Ich weiß nicht, ob die da überhaupt rausgeholt werden können. Ich vermute das wohl schon, ansonsten würde ich hier das gar nicht zusammenführen können. Oder ich bin gleich mal gespannt, wie das dann funktioniert. Can be worked by duplicants to conduct intermediary research and unlock new technologies. Das ist schön. Das ist äußerst schön, aber ich muss trotzdem gucken, dass ich hier alles versorge. So. Gut, Wasser haben sie noch erstmal. Wobei das Tennis ja weniger wird, ne? Wobei es ist noch ziemlich viel, was sie hier haben. Ich glaube, das sollte noch kein großes Problem sein. Da ist auch noch was. Aber ich weiß nicht, wie das hier denn auf Dauer aussehen wird. Ich meine, so riesig ist es hier auch nicht. Was wir hier haben. Ich bin mal echt gespannt, was passiert, wenn man noch irgendwo komplett woanders hingeht. Was da dann noch ist. Vermutlich wird das irgendwann ein Problem werden. Raw Metal. Ich hab nicht so viel Metall. Ich muss mal gucken, ob ich das irgendwie anders, ob ich da irgendwas bekommen könnte, ob was anderes sinnvoll machen könnte. Ich werde mal ein bisschen hier das rumdiggen, glaube ich. Einfach mal ein bisschen für Platz sorgen. Sweep direct through to declutter floors and more resources into storage. Wie sweep? Was heißt denn das sweep? Direct to declutter floors and move resources into storages. Ich habe keinen, was ist immer. Achso, abtransportieren oder was ist das? Ach ja. Abtransportieren. Oh, Mob. Drag to wipe up liquid. Messes. Aha. Aber ist das nicht schlecht eigentlich? Ach ja. Ist es nicht schlecht in der Form, dass man dann vielleicht Wasser wegschmeißt? Tendenziell wäre das doch doof. Stell ich mir zumindest gerade mal vor. Wenn das Wasser begrenzt ist, dass man das vielleicht nicht einfach so über den Haufen werfen sollte. Dass man das auch gerne behalten könnte. So. Ich muss ein bisschen vorspulen, glaube ich, oder? 2% Stress. Flower Vase. Tasteful Memorial. Erstmal schönen Grabstein. Natürlich, das Wichtigste ist ein Grabstein. Und natürlich auch hier neben den Kompasshaufen dann noch ein schönes Blümchen stellen. Ich knüppel das jetzt so voll hier. Es gibt hier kein Zeug, ne? Ich muss mehr abbauen hier. Das ist Sand, ne? Verdammt. Warte mal, kann ich das erstmal setzen hier vielleicht? Kann ich jetzt hier den Boden mal setzen? Worum man das noch genau war? Teil, genau. Kann ich das hier ersetzen? Ich würde das hier drunter gerne weghauen. Den ganzen Algenkrams hier, das wäre super. Können wir erstmal mit dem hier anfangen. Dass man hier einfach komplett großes Gebiet freimacht und dann halt einfach ein paar künstliche Ebenen reinzieht. Das ginge sicherlich auch. Ich brauche halt Algen hier für den Sauerstoff.
Ja, es ist noch immer genug, aber es war schon mal mehr. Es war schon mal mehr. Das sieht man aber sehr deutlich. Es war echt schon mal eine ganze Menge mehr. Okay, der räumt auf. Packt er das dann da rein? Der schleppt auch mal eben so ein paar hundert Kilo an Zeugs durch die Gegend, ne? So macht man das, genau so. Nicht, dass das anstrengend wäre oder so. Hier, komm, das kannst du mal wegdicken hier. Baut der Boden? Hat er jetzt den Boden gebaut? Ich sehe nichts. Ich vermute mal. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Die Pläne sind noch da, deswegen vermutlich wird dann erstmal nichts passiert sein. Das oben hier, das dauert auch. Unreachable. Na gut, das ist auch hinten. Das ist klar. Es geht schlecht. Stresslevel steigt gerade so ein bisschen, ne? Ist nicht ganz so toll. Wobei das auch wirklich von einer Person ist. Also ein Bett habe ich in der Form nicht. Ich habe das Zeug hier. In der Gegend, wo man nicht wirklich atmen kann. Also ein Bett fehlt halt noch. Bett könnte ich oben hinbauen, aber das wäre dann ziemlich ab vom Schuss. Aber könnte ich wirklich mal machen. Da. Vorne hübsch. Direkt neben dem Terrarium hier. Oder doch, Terrarium. Ist richtig. Ich wollte gerade sagen, dass es falsch ist, aber es stimmt gar nicht. Duplicate Colony, we are more similar than we are different. Recycles carbon dioxide into a small amount of oxygen. Gains a minor efficiency boost in direct light. Achso, das war das mit dem Licht. Ah, okay. Nicht die Pflanzendinger haben einen Vorteil von Licht, sondern das Zeug hier. Okay. Das heißt, ich müsste gerade mal gucken, ob ich da vielleicht noch ein paar mehr von aufstellen kann. So ein Algenzeug hier. Und dann vielleicht auch Licht aufstellen irgendwo. Das hätte mal einen gewissen Vorteil. Wobei da dann wieder ein Kabel hochschmeißen ist auch nicht so geil. Wie sieht's aus hier? Dick pending. Hier wird nichts gedickt gerade mal. Wenn ich das wegreiße, was passiert dann? Dann fällt der Quatsch runter, ne? Oder? Wie baut er das? Oh, das ist gebaut. Fantastisch. Sehr gut. Dann kann ich das hier runter jetzt mal endlich entfernen. Sehr gut. Das ist schön. Das heißt, ich habe einen neuen Stoff hier für den Sauerstoffkrams. Research Center Idle. Habe ich das jetzt fertig gemacht? Ah, okay, das wird durch den anderen gefüllt. Okay, okay, okay. Ah, alles klar. Das wird hier dann gemacht. 15. Da, 15. Okay. Ich verstehe das Prinzip. Das ist ganz nett. Temperature Modulation. Pressure Management. Gas Valve. Increases or decreases gas volume in pipes to maintain ideal gas pipe pressure. Liquid Valve increases or decreases liquid volume pipes to maintain level, ideal liquid pipe pressure. Mechanized airlock creates an airtight seal that maintain atmosphere and pressure between areas. Functions as a manual air block when no power is available. Okay. Das ist total schön. Goodie. Was hätte ich denn gerne? Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. A battery, power switch, wire bridge runs one section of wire over top another without joining the power grids. Can be run through wall and floor tiles. Okay. Bin mir noch nicht so ganz sicher, was ich eigentlich hier freischalten möchte dann. Ich kann ja mal gucken, ob das hier in dem Bereich vielleicht ein bisschen weitergeht wieder. Ist zwar genau die falsche Forschung dafür, aber vielleicht ist es genau das, was ich eigentlich will. Das weiß ich jetzt noch nicht so ganz. Leider kann ich hier nichts genau herstellen. Aber hier, warte mal. Dann sind es jetzt schon wieder weniger. Weil ich das jetzt getauscht habe oder weswegen? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher.
Ich werde gleich mal schauen. Ich werde gleich mal schauen müssen, wie das hier aussieht. Ich warte einfach, bis das Ding hier fertig ist. Hier kann ich ja anscheinend nichts machen. Erstmal. Bis da irgendwie mehr Kram dann plötzlich ist. Ich weiß es nicht. Gut. Ich muss halt wirklich mal gucken, wie weit ich hier nach außen kann, falls überhaupt. Ich weiß es nicht, wie weit das gehen sollte. Oder ob man immer hier drinnen bleiben wird. Nur noch 480 Sekunden. Hooray! Das ist da. Das sind da nicht, das sind da keine 10 Minuten. Ich mache aber an der Stelle eine Pause. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Oxygen Not Included. Und dann gucken wir mal, was hier alles passiert. Wer hier alles noch vielleicht mal sterben wird. Ich weiß es nicht. Vielleicht. Bis dahin. Tschüss.